Der Egon denkt ans Sterben, er weiß, alles geht mal zu End. Er hat auch was zu vererben, drum macht er ein Testament. Er regelt dies und bringt's beim Notar auf die Schiene. Den einen Teil kriegt der Alois, den anderen kriegt die Trine. Den einen Teil kriegt der Alois, den anderen kriegt die Trine. Die Trine ist vom Charakter schlecht, der Alois ist nicht besser. Die Trine mischt ein Gift zurecht, der Alois wetzt das Messer. Nachts schleicht man zu Egon von Mordlust beseelt, er von vorn, sie kommt durch die Veranda. Doch weil ein gemeinsamer Tatplan fehlt, wissen sie nichts voneinander. Doch weil ein gemeinsamer Tatplan fehlt, wissen sie nichts voneinander. Im Flur sieht der Alois eine Gestalt und denkt, das muss Egon sein. Und hemmungslos rammt er mit roher Gewalt das Messer in Trine hinein. Sie sinkt zu Boden, ihr Atem wird knapp, kläglich erstirbt ihr Gewimmer. Mit letzter Kraft stellt sie die Giftflasche ab, dann schließt sie die Augen für immer. Mit letzter Kraft stellt sie die Giftflasche ab, dann schließt sie die Augen für immer. Der Alois hat Durst, denn ein Mord kostet Kraft und er trinkt mit gierigen Schlucken aus der Flasche von Trine, um sodann verendend am Boden zu zucken. Der Egon wird wach von der Abmurkserei und sieht im Flur die Bescherung. Er ruft die Kriminalpolizei, das bringt die notwendige Klärung. Er ruft die Kriminalpolizei, das bringt die notwendige Klärung. Mit der Sache hat Egon ein echtes Problem und er will keine neuen Erben. Er findet die Vorstellung unangenehm, durch die Habgier der Erben zu sterben. Jetzt ist er bedient von der Schlechtheit der Welt, durch die Schandtat von Alois und Trinchen. Und bitter enttäuscht spendiert er sein Geld zugunsten missbrauchter Kaninchen.